Was ist mit dir los? Die Glotze ist im Eimer. Wie soll man denn seine Freizeit ohne einen Fernseher überstehen? Bee! Junge, komm runter. Azarath, Mitrion, Zintos. Tabitha, ich bin zurück. Kensington, du lebst? Aber ich sah, wie du in der Einhorn-Explosion zerrissen wurdest. Sehr dramatisch. Stark! Halt den Film an! Ich muss mal kurz verschwinden und ich will nichts Spannendes verpassen. Keine Sorge. Oh, Mama Raven, ich habe mich gerade für etwas entschieden. Cool. Ich will, dass du mich zu einem Magiemann machst. Du meinst wohl Zauberer. Ich will diese Zaubersprüche lernen, dann schaffe ich alles ganz leicht, wie du. Magie dient nicht dazu, dir das Leben zu erleichtern. Sie ist eine gefährliche Kunst. Falsch angewandt kann sie zu Katastrophen führen. Es dauert Jahre und braucht Disziplin, um sie zu meistern. Also, bringst du es mir bei? Natürlich nicht. Komm schon, nur einen Spruch. Nein. Zwei Sprüche. Nein. Und frag nicht nochmal. Na schön, drei Sprüche und ich verhandle nicht weiter. Das kommt davon. Wieso glaubst du nicht an mich? Weil Magie was Ernstes ist, im Gegensatz zu dir. Lass mich in Ruhe. Ich kann auch Zauberer sein, das weiß ich. Wollen mal sehen. Ah, okay. Azarath, Mitrion, Zintos! Hm? Ah! Beast Boy. Das kriege ich schon hin. Du kannst weiter schlafen. Azarath, Mitrion, Zintos! Nicht übel für mein erstes Mal, hä? Huh? Du hast mein Zauberbuch zerstört. Dafür geht's dir an den Kragen. Ich wollte doch nur Zauberer sein. Azarath, Mitrion, Zintos. Warum bin ich noch komplett? Ach, mein Zauberbuch war die Quelle meiner Zauberkraft. Das heißt, du kannst mich nicht mehr fertig machen? Ist das cool? Au! Darum habe ich Finger weg von der Magie gesagt. Ich brauche mein Zauberbuch und es gibt nur noch eine Kopie. Dort, wo sich Zauberer, Hexen und andere Zauberwesen häufig treffen. In der Azarath-Bücherei. Kann ich mitkommen? Ich werde der beste Zauberer, das weiß ich. Du darfst nicht mit. Und du wirst kein Zauberer. Dieses Jahr verdirbt mir nichts mein Geburtstag. Hä? Seht nur! Sogar Trigon will meinen Geburtstag mitfeiern. Was geht, Big T? Ich komme doch nicht wegen deiner erbärmlichen Geburtstagsparty. Ich will mein kleines Spätzchen mit nach Hause nehmen, damit wir da ihre Geburtstagsparty feiern. Das gibt's nicht, Mama. Du hast auch Geburtstag? Jawohl. Ravens Dämonenseite wird heute ganze 16.000 Jahre alt. Deshalb schmeiße ich hier eine teuflische 16-Party. Auf gar keinen Fall. Oh, das klingt wie die Erfreulichkeit für mich. Nein, Star. Teuflische 16-Partys sind kaum die Erfreulichkeit, denn eigentlich machen sie aus netten, süßen Mädchen ätzende, verzogene Monster. Komm schon, Raven, so schlimm kann's schon nicht sein. Abgesehen davon dürfen wir dich sonst nie feiern. Ja, die bisherigen Partys waren für Beast Boys Geburtstag, Starfires Geburtstag, Robins falschen Geburtstag, Birdrinks Geburtstag, Beast Boys Geburtstag und haufenweise andere Deppen. Nur nicht für deinen, Ray. Es wird also endlich Zeit, Freundin Raven zu feiern. Ja! Könnt ihr vergessen. Oh, komm schon, mein kleines Täubchen. Eine teuflische 16-Party ist für eine junge Dämonin ein wichtiges Ereignis. Und vergiss bitte nicht deinen magischen Geburtstagswunsch. Magischer Geburtstagswunsch? Ja, ein azarathanischer Geburtstagskuchen erfüllt einen Wunsch tatsächlich. Was? Kleine, du bist verrückt, wenn du diese Zauberkerze nicht ausnutzt. Überleg doch mal, Raven. Wenn wir tatsächlich nach Azarath reisen, kannst du dir alles im Universum wünschen, was du willst. Yoti, ich habe auch Geburtstag. Ob ich wohl auch so einen magischen Wunsch abkrieg? Selbstverständlich. Oh, der Wahnsinn. Vergiss die Dachparty. Wir reisen nach Azarath. Ich weiß nicht. Die emotionalen Kräfte bei einer teuflischen 16-Party sind heftig. Wir werden auf deine Emotionen aufpassen. Bitte, ich brauche diesen Wunsch. Aber... Bitte, oh bitte, oh bitte, oh bitte, oh bitte. Ach, na gut. Hör auf zu flennen, wir können los. Ich bekomme meinen Geburtstagswunsch. Achtung, teuflische 16-Party, jetzt kommen wir. Ja! Du spendierst sogar einen Partybus? Nichts
Sie ist mir zu teuer für die teuflische 16 meiner kleinen Raven. Na, kleine Raven, Raven, Raven. Ewig dauern, bis ich hier mein Zauberbuch finde. Kennst du nicht das DDC-Klassifikationssystem? Ich sagte ohne dich. Ich kann nicht anders, Mama. Ich bin ein Mann mit magischen Vorsätzen. Schön, dann geh in die Kinderabteilung. Da gibt es nichts Gefährliches. Klasse! Oh, stark! Wow, Burrito-Zauberei! Yo, das ist ein flottes Cape, yo! Da ist es ja. Hey, das ist meins. Das Buch raus! Hätte ich das Buch noch, würde ich dich jetzt wegzaubern. Was sagst du? Ich bin der Zauberer mit der echt coolen Magie. Oh, wo ist deine Hose? Gegen dieses Cape getauscht. Sieht gut aus, Bro. Hast du schon dein Zauberbuch? Der Giftzwerg da war schneller. Wäre besser, wenn du es jetzt rausrückst. Dann habe ich keine Wahl. Dann verzaubere ich dich jetzt. Azarath Metrion Boritos! Ernsthaft? Hast du Hunger, Bro? Ist super gut gewürzt. Nein, erst rückst du das Buch raus. Ja, Mann, das ist sowas von cool. Mein Buch. Ah, wie unhöflich, yo. Nächstes Mal Hand vorhalten. Ui. Wow, cool, es ist wie aus Sattel. Jetzt kriegt das Geburtstagskind sein Partykleid. Echt jetzt, Vater? Du weißt doch, ich hasse Pink. Und schon gut, schon gut. Also Violett. Nein, ich will es in Schwarz. Ruhig bleiben, Mama. Du siehst spitze aus. Nur kein Stress. Ach, tut mir leid. Was ist nur in mich gefahren? Hallo, hallo. Seht, wer zu Hause ist. Unser Geburtstagskind. Das ist Ravens Großmutter. Ach, du böses Bisschen. Was bist du groß geworden, meine kleine Rachel? Danke, Oma. Sag bitte, dass du an mein Epsonsalz gedacht hast. Nein, Mutti, das habe ich vergessen. Du kannst deine ganze Dimension versklaven, aber deiner Mutter kein Epsonsalz mitbringt. Ich habe Arthrose und meine Füße sind geschwollen. Ravens Brüder kennt ihr ja schon. Hallo, darf ich das Fußschlecken mitmachen, ihr Kleinen? Und hier drüben haben wir Onkel Sense. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Sense. Lass das gefälligst, Sense. Wir feiern hier. Deine Arbeit bleibt zu Hause. Was ist passiert? Wo bin ich? Alle aufpassen, denn jetzt kommt endlich der Vater-Tochter-Tanz. Lass das. Ich werde sicher nicht mit dir tanzen. Ich habe extra meine Tanzkenntnisse aufgefrischt. Ich kann den Camel Walk, den Funky Chicken und den Stanky Lap. Grauenvoll, oh weia, du hast zwei linke Hufe. Die hast du nicht von mir. Das hilft mir nicht, Mutter. Vater, du bist echt so peinlich. Freundin Raven, du musst in der Lockerheit bleiben. Dein Vater macht vielleicht die Tänze der Lahmheit, aber er will nur zeigen, welche Wichtigkeit du für ihn hast. Mir doch egal. Azarath Metrion Zintos! Sag jetzt keinen Ton, wenn ich... Ich sag nichts, weil ich mir an dem blöden Fleischbein den Zahn angebrochen hab. Raven, du sagtest was über einen angeknacksten Zahn? Und dieser Knacks ist eine Art Portal, aus dem furchtbare Dinge entkommen, sobald du den Mund aufmachst? Bestimmt hat das was damit zu tun, dass du ein halber Dämon bist.
Du hast einen lebendigen Tintenfisch im Mund? Bist du so blöd? Mach den Mund zu! Mach den Mund zu! Du musst dringend zum Zahnarzt. Niemals. Ich hasse Zahnärzte. Warum eigentlich ich immer? Entschuldige, Rafe. Wenn du anfängst, Leute zu verschlucken, ist Schluss mit lustig. Wir werden dich sofort zum Zahnarzt schaffen. Wartet mal, Leute. Wenn er das Loch zustopft, wird Beast Boy für immer darin festsitzen. Daran lässt sich wohl nichts mehr ändern. Ich glaube, dass wir genug Zeit haben. Siehst du nicht, dass ich mich gerade schwer konzentriere? Hab den Piepmatz hinter der Laterne entdeckt. Und wo hat sich der kleine freche Hamster versteckt? Mach schön den Mund auf. Irgendwie erinnert mich Dumbatz unheimlich an Beastie. Ja, mal schade, dass wir ihn nie wiedersehen. Und, alles wieder gut? Nein. Der Preis für die Überfahrt beträgt 2 Totentaler. Habt ihr die Taler? Totentaler? Nein. Dann sollt ihr für alle Ewigkeit an den schwarzen Ufern des Flusses verorten. Und eure Knochen werden... Hey, wo willst du hin? Ich brauche keine Fähre, aber danke. Oh, okay, okay. Einen Totentaler. Das ist mein letztes Angebot. Nein, danke. Totentaler! Ich habe dich schon erwartet. Komm her, umarme deinen Onkel Tod doch mal. Dann weißt du, warum ich hier bin. Natürlich, das weiß ich genau. Seelen! Die Leben deiner Freunde zu deinem eigenen Vergnügen zu verkürzen, ja. Sowas von bösartig, Raven. Ha, ich liebe es. Sie waren zu knuffig als alte Leute. Ich weiß, es ist herrlich. Diese großen Ohren sind klasse. Und ihre Nasen. Die hören nie auf zu wachsen, wusstest du das? Wusste ich tatsächlich. Aber wir schweifen vom Thema. Bisher dachte ich immer, du magst das irgendwie. Wenn ich mich so aufführe, findest du mich super, super nervtötend? Oh yeah, ich hab 'n Lauf! Keine Sorge, Raven, ich bring das wieder in Ordnung. Mach den Mund auf. Tentakel! Wah! Piek, piek. Oh! Es gibt keinen drin, Bro! Wir haben schon alles versucht! Aufhören! Wir werden alle sterben! Der einzige Ausweg ist, den Knacks zu verschließen. Und ich weiß auch schon genau wie! Ja.
Mein Mund schmeckt nach Fleischbällchen.